Macht man das in Emden auch so? Das sagt man einfach Moin. Moin. Wer Moin Moin sagt, der quasselt zu viel. Ja, das habe ich auch schon gehört, aber ich sage auch mal immer Moin Moin. Menschlichkeit ist deine Passion. Warum? Das war nicht immer so mit der Menschlichkeit, dass das meine Passion war. Das habe ich erst für mich entdeckt, als ich mich erinnert habe an schwierige Zeiten in meinem Leben, Nahtoderfahrungen, wo ich mir dann darüber Gedanken gemacht habe, was ist das, was dich wirklich glücklich macht? Und dann bin ich schnell, nicht schnell, über anderthalb Jahre so schnell, zu der Erkenntnis gekommen, dass wenn ich etwas haben will, was mich glücklich macht, dass das nichts sein darf, was in der Zukunft liegt. Dass das nichts sein darf, was von materiellen Dingen abhängig ist. Und dass das nichts sein darf, was von einzelnen Menschen abhängig ist. Und darüber bin ich dann zu der Menschlichkeit an sich gekommen, wo ich dann für mich erfahren habe, dass der Anblick eines glücklichen Menschen das ist, was mich ganz tief berührt. Also zu Tränen rührt auch. Dieses Strahlen. Bist du ein besserer Mensch geworden nach diesen Erkenntnissen? Besser weiß ich nicht. Ich glaube, für zwei unterschiedliche Geister kann ein und dieselbe Welt der Himmel oder die Hölle bedeuten. Für mich gibt es gar nicht. Das ist sehr philosophisch. Ja, es kommt von Waldorf Emerson aus dem 19. Jahrhundert. Aber ich glaube, das ist das, worum es geht. Dieses Denken in gut und schlecht, richtig und falsch. Ich glaube, das ist ein Denken, das sehr viel Leid auslöst. Es geht um Ursache und Wirkung. Und ich freue mich einfach, wenn ich durch mein Verhalten dazu beitragen kann, dass ich eben in diese Gesichter glücklicher Menschen gucken kann. Das war ja nicht immer so, dass du in die Gesichter glücklicher Menschen geguckt hast, weil, wir sagen es mal ganz deutlich, so wie Buddha bei den Fischen, du warst mal ein richtiger Arschloch-Chef, ne? Ja, ich war ein Arschloch. Also ich war dem Diktat der Zahlen, Daten und Fakten übergeben. Ich fand das cool, wenn ich gute Zahlen erwirtschaftet habe, wenn das Unternehmen größer geworden ist. Und ich fühlte mich so gut, dass, wenn ich einen Spiegel gesehen habe, auch öfters mal gerne länger reingeschaut habe und mir auf die Schulter geklopft habe und gedacht, hey, Bodo, was bist du für ein cooler Typ. Geiler Typ, ne? Ja. Und dein Mentor hat dann aber auch gesagt, du warst sehr gehetzt. Bist du da so ein bisschen, also er sagt an seinem Grün, wenn man gehetzt ist, hasst man sich eigentlich. Hast du dich damals gehasst? Also ich glaube schon, dass ich ein Stück weit auf der Flucht war, auf der Flucht vor mir selbst. Ich habe ja in meinem Leben durch die Entführung Erfahrungen gemacht, die irgendwann dazu geführt haben, nicht mehr in die Stille gehen zu können. Aus Angst davor, dass das, was ich erlebt habe im Leben, vielleicht irgendwann wieder hochkommt. Und ich war wie in so einem Rausch, immer auf der Flucht, immer auf der Suche nach Lautstärke. Ja, nicht in die Gefahr zu gehen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und von daher passt das vielleicht. Ja. Du warst eigentlich mit einem Freund unterwegs und der hat das arrangiert, dass du damals, wie lange ist das jetzt her? 20 Jahre? Genau 20 Jahre. Ja, ne? Also in einem Monat genau 20 Jahre. Oh, super. Jahrestag. Jahrestag der Entführung. Irgendwie nicht so wirklich was Schönes. Doch. Ja, warum? Weil ich sehr dankbar bin für die Erfahrung, die ich gemacht habe. Was hast du für eine Erfahrung gemacht? Dadurch, dass wir Menschen mein Leben nehmen wollten, mehrfach haben sie mir mein wirkliches Leben geschenkt. Und das ist so ein Stück weit wie bei so einer Auster und der Perle. Ich habe Glück gehabt und im Kloster mit der Begegnung durch Anselm einfach den Weg aufgezeigt bekommen, wie ich aus einer Wunde eine Perle mache. Das ist so der Weg, ein bisschen eine Metapher gesprochen. Aber das ist das, worum es ging und ich bin tatsächlich dankbar für die Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Ich meine, du warst 8 Tage eingesperrt. Die haben dir dauernd gesagt, wir schneiden dir gleich einen Finger ab oder sonst irgendwas. Haben dir mit, damit gedroht, dir das Leben zu nehmen. Du hast den tatsächlich vergeben. Ja. Wow. Ich meine, wie geht das? Ja, es geht einfach aus. Die Frage ist, wieso zerbrechen manche Menschen an einer Krise und wieso wachsen manche Menschen an einer Krise? Und das, was ich gelernt habe, ist, das hängt häufig mit der Frage zusammen, die ich mir stelle. Ich kann mir die Frage stellen, wofür war das gut? Oder ich kann mir die Frage stellen, warum ist mir das passiert? Und ich habe gelernt, dass die erste Frage eine klügere Frage ist. Also die Frage, wofür war das gut? Weil ich über diese Frage dann in die Reflexion gegangen bin und mir tatsächlich die Frage gestellt habe, was war denn das? Was hat mir das geschenkt? Diese Scheinhinrichtung, im Angesicht des Todes zu stehen, in dem Gefühl, gleich bist du tot. Nicht einmal, nicht zweimal, dreimal. Ja, und in der Betrachtung dieser Situation ist dann einfach die Erkenntnis entstanden, dass das Glück, das auf materiellen Dingen basiert, das Glück, was wir in der Zukunft suchen und das Glück, was von einzelnen Menschen abhängig ist, auf Sand gebaut ist, weil es mir genommen werden kann. Mir kann die Zukunft genommen werden, mir kann
Die Menschen können mir genommen werden, einzelne Menschen können mir genommen werden. Und all das, wofür die Menschen sich krumm machen, weil sie irgendwie wissen wollen, wo sie stehen in der Gesellschaft, auch das kann mir genommen werden. Und das ist nur aufgrund dieser Entführung entstanden. Und dafür bin ich extrem dankbar. Wenn du das so sagst, ist es natürlich so, dass ich denke, okay, als Millionärssohn ist es vielleicht einfach, sowas zu sagen, wenn man das große Sofakissen immer im Rücken hat. Wenn jemand tagtäglich um sein Überleben kämpft, weil er ganz wenig Geld zur Verfügung hat zum Beispiel, ist das dann nicht anders? Ich glaube nicht. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, 1998 war die Entführung, 2001 ist das Unternehmen insolvent gegangen. Meine Mutter musste aus dem letzten Ersparten das Unternehmen vom Insolvenzverwalter wieder zurückerwerben. Und dann bin ich 2004 ins Unternehmen reingekommen und es war noch nichts da. Das heißt, ich selbst habe auch 2001 mich selbstständig gemacht und das ging einher mit der Insolvenz, dass ich keinen Rückhalt mehr hatte. Und es gab gut 2-3 Jahre, wo ich nachts 2-3 T-Shirts durchgeschwitzt habe, weil ich nicht wusste, wie ich Rechnungen bezahlen soll. Also ich habe durchaus auch die andere Seite kennengelernt. Wie hast du das geschafft, das umzuwandeln? Diese Strukturen, diese, ich weiß nicht, damals waren es, glaube ich, 600 Mitarbeiter, die er bei der Upstairs-Hotelkette hatte. Wie bist du da rangegangen? Also erstmal habe ich mich an ganz trivialen Dingen festgehalten, trivial deshalb, weil im Studium gelernt. Da ging es um Zahlen, Daten und Fakten. Ich habe ein Managementsystem entwickelt, ohne jetzt einen Hochschulabschluss zu haben. Ich habe auch keine Ausbildung gemacht. Ich habe also keine tatsächlich abgeschlossene Ausbildung. Und habe dann versucht zu überlegen, was brauche ich denn jetzt, um dieses Unternehmen zu steuern, dieses Schiff zu steuern. Und ich dachte, so ein paar Koordinaten wären nicht schlecht, um zu sehen, wo ich denn jetzt, auf welchem Kurs ich bin. Und habe dann dieses Managementsystem entwickelt und habe darüber eine Leidenschaft entwickelt, dieses Malen nach Zahlen. Also alles das, was produziert werden wurde und was getan werden musste, musste irgendwie dokumentiert werden. Und so entstand ein Riesenwust aus Dokumentation, Zahlen, Balance, Scorecards. Und mein Schreibtisch, ja, die Monitore wurden immer mehr und immer mehr Zahlen. Und irgendwann war ich dann in dem Thema Management von Komplexität. Und das kam so aus der Schweiz, von Friedmund Malik, St. Gallen. Das war irgendwie richtig geil. Und das war dann auch die Situation, wo ich gesagt habe, Mensch, wir hatten nichts mehr. Während der Zeit, die ich im Unternehmen war, konnten wir 3-4 Hotels wieder übernehmen als Familie. Das Unternehmen wuchs, die Qualität wuchs. Und dann kam immer die Situation, hey, du bist der Superheld, ja, du hast nichts gelernt, dein Vater ist abgestürzt und obwohl dein Vater der Leuchtturm im Unternehmen nicht mehr da war, hast du es irgendwie geschafft, wie Phoenix aus der Asche rauszukommen. Ja, und dann braucht es eben eine weitere Krise. Du hast richtig vor den Koffer gekriegt. Ich habe richtig, ne, auf die Fresse bekommen. Und zwar von den Mitarbeitern, die mir dann gesagt haben, über eine Mitarbeiterbefragung, wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Jansen. Und das tat natürlich weh, weil ich ja ein Ego hatte, das nicht ansatzweise hier in den Raum reingepasst hätte. Ich war extrem von mir überzeugt. Ja, und plötzlich schrumpfte dieses Ego auf die Größe einer Erbse zurück. Und das Problem war, dieser geschrumpften Erbsen, diesem Erbsen-Ego, hatte man selbst nichts mehr entgegenzusetzen. Das heißt, ich war völlig im Vakuum, war am Boden zerstört und wusste nichts mehr mit mir anzufangen. Und dann gab es die letzte Ausfahrt. Das war das Kloster. Das war das Kloster. Hinten rechts. Genau, das über Führung zu lernen. Und das, was ich dort gelernt habe, war etwas ganz anderes als das, was ich bis dahin unter Führung verstanden habe. Da gab es dann so Sätze wie, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Führung ist eine Dienstleistung, kein Privileg. Wer fragt, führt. Und Reflexion ist produktiver als Aktion. Und was sagtest du da mit deinem Erbsen-Ego, als du das gehört hast? Ich habe gesagt, die sind völlig durchgeknallt. Ja, ernsthaft, weil ich war bis dahin ein Manager, der auf alles eine Antwort hatte, und zwar immer die richtige. Das war, natürlich. Natürlich. Also erklär mal jemanden, kritisier mal jemanden, der qua Position oder Geburt immer recht hat. Das funktioniert nicht. Nach dieser Klostereinheit dann, wo dieser Level dann irgendwie sich veränderte, was hast du dann da mitgenommen? Also was heißt denn für dich Führung? Führung heißt für mich zunächst einmal, Menschen dabei zu unterstützen, in ihre eigene Kraft zu kommen. Mit sich selbst wieder in Beziehung zu kommen, in ihre eigene Kraft zu kommen, Antworten auf die Fragen zu finden, wofür stehe ich jeden Tag auf, was ist für mich wirklich wesentlich, also was entspricht meinem Wesen, was sind meine Ressourcen, was sind meine Talente. Also kurzum, wenn ich so im Klösterlichen sprechen würde, geht es darum, den Menschen dabei zu helfen, ihre eigene Wahrheit wiederzufinden. Wenn ich in die Philosophie gehe, würde ich sie als Reisebegleiter sein, und zwar auf dem Weg zum
zum Tempel nach Delphi. Ja, da steht ja, erkenne dich selbst. Also das ist eigentlich die einzige Aufgabe, die einzige legitime Form der Führung, Menschen dabei zu unterstützen, sich ihrer selbst bewusst zu werden. Aber das ist ja so ein bisschen wie wünsch dir was. Ne? Da würden andere sagen, wir sind doch nicht hier auf dem Ponyhof. Ja, in der Oberfläche betrachtet ja. Wir alle werden ja als Subjekte geboren oder als Unikat geboren und sterben als Kopie. Und von wem? Von ganz vielen. Ja, wir werden ja zu Objekten der Vorstellung anderer Menschen. Das geht mit den Eltern los, solange du deine Füße bei mir unter den Tisch stellst. Da fängt die erste Objektivierung an und dann geht es weiter. In der Schule, ja, wo dann man unterrichtet wird, runtergedrückt und den Werten und Normen einer Gesellschaft entsprechend oder den Vorstellungen gerichtet. Des Lehrers wieder aufgerichtet wird. Ja, und dann begegnen einem die ganzen Menschen, die einem die Welt erklären wollen. Ja, und das ist natürlich ungünstig, wenn es darum geht. Und dann ist man irgendwann so ein Pinguin, der versucht, den Baum hochzuklettern. Und das sieht genauso ungünstig aus. Das ist anstrengend und funktioniert meistens nicht. Und das ist eben die Aufgabe, die ich dort sehe, den Menschen dabei zu unterstützen, wieder diese Verbindung zu bekommen zu sich. Wer bin ich tatsächlich in meiner eigenen Wahrheit? Was ist für mich wirklich, wirklich wesentlich? Und das haben wir eben bei uns im Unternehmen als Kernprozess entwickelt, dass wir gesagt haben, gut, früher, und das war ja mein Leben bis dahin, ist der Mensch Mittel zum Zweck Wirtschaft. Das heißt, wenn ihr jetzt meine Mitarbeiter wärt, dann würde ich sagen, ich instrumentalisiere euch dafür, dass ich Gewinne behabe. Ja, das ist ja das, was im Unternehmen funktioniert. Ich instrumentalisiere euch dafür, dass die Gewinne der Aktie hochgehen. Ja, aber wenn wir jetzt gucken, was du gemacht hast. Ihr hattet zu dem Zeitpunkt 600 Mitarbeiter. Ja. Jeden Einzelnen, das klingt ja, als ob jeder Einzelne erstmal eine Therapie macht oder einen Selbstfindungskurs. Oder wie funktioniert das, diese Mannschaft? Ich glaube, das war natürlich ein sehr langer Weg und auch ein sehr schwieriger Weg. Ich kann Menschen nicht verändern. Allein das Wort Veränderung birgt ja schon eine Geringschätzung des bisher Dagewesenen. Und das ist ungünstig, weil dann Widerstände entstehen. Das, was ich machen kann, ist, ich kann die Menschen dazu ermutigen und einladen, sich gemeinsam mit mir auf eine Reise zu begeben. Und wann tun sie denn das? Sie tun das, wenn ich damit beginne, mich zu öffnen. Ja, wenn ich die Hosen runterlasse, wenn ich nicht der Big Zampano bin, sondern wenn ich sage, hey, das sind meine Verletzungen. Ich habe keine Schulausbildung. Ich hatte in Deutsch immer eine 5. Ja? Und so etwas, einfach meine Schwächen zeige, was eigentlich gar nicht möglich ist in der deutschen Wirtschaft, weil ein Indianer kennt ja keinen Schmerz, du darfst doch keine Gefühle zeigen. Und du dich dann öffnest und dann die Mitarbeiter sich langsam dazu animiert werden, auch sich zu öffnen. Und dann öffnet man sich gegenseitig und lernt dort immer mehr von seinem Gegenüber kennen. Und je mehr man von dem anderen kennenlernt, desto mehr Gemeinsamkeiten hat man, findet man. Die Schwierigkeit ist da ja, dass, ich sage jetzt mal so Arschloch-Chefs, wie du damals warst, oft ja verbrannte Erde hinterlassen. Das heißt, die Mitarbeiter glauben einem nicht mehr. Wie kann man dieses Vertrauen wiederherstellen? Ja, mein Wissen ist nichtig, mein Erleben ist wichtig. Das heißt, es geht tatsächlich nur über das Leben, über das Vorleben. Das ist Albert Einstein, der gesagt hat, wenn du Menschen zu etwas bewegen willst, ist das Vorleben nicht eine, sondern die einzige Möglichkeit. Der heilige Benedikt von Nursia, der sagt, er mache alles Heilige mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar. Das heißt, es geht tatsächlich nur durch das Verhalten, das eigene Verhalten. Und das ist ja abhängig von der eigenen Haltung. Und wenn ich eine Haltung habe, die ein pessimistisches Menschenbild in sich trägt und denke, ihr seid alle doof, ihr könnt alle nichts, ich muss euch kontrollieren, dann verhalte ich mich entsprechend. Wenn ich aber eine Haltung entwickle und an das Gute im Menschen glaube und sage, dass die wollen, die sind neugierig, die können und ich behandle die Menschen nicht so, wie sie sind, sondern wie sie sein könnten, mit dieser Haltung, dann drückt sich das auch in meinem Verhalten aus und das spüren die Menschen. Das ist dann ein langer Weg, der dann dort entsteht und daraus ist bei uns sehr viel entstanden. Nun ist es dann auch ja wieder für dich als Chef, wenn dann du mit so einer, ich sag mal, wohlwollenden Haltung auf deine Mitarbeiter zugehst und eine innere Haltung und dann kommt einer und der sagt, bäm, weißt du was, das ist alles Kokolores hier. Oder nimmt das nicht wahr, nimmt das nicht ernst, verhält sich immer noch so, als wenn du die pessimistische Haltung hättest. Wie geht man damit um? Wenn man selber vielleicht auch noch nicht so sicher ist mit dieser Führungsart. Ich glaube, dass es wichtig ist, das erstmal anzunehmen. Dass der Mensch ist einfach erstmal so, wie er ist. Und die Frage ist ja, ob ich mit meinem Verhalten auf seine Fassade reinfalle, ja? Oder ob ich versuche, den Menschen hinter dieser Fassade zu sehen und mich mit meinem Verhalten darauf einstelle.
Und das kann ich in dem Moment tun, wo ich das gar nicht bewerte, sondern ich mir das vielleicht erkläre. Ja, wenn jemand arrogant ist zum Beispiel oder wütend ist, dann ist das Urgefühl dahinter meistens die Angst. Der hat irgendwo Angst davor, in der Regel Angst davor, nicht geliebt zu werden, nicht anerkannt zu werden. Das heißt, der macht jetzt irgendwas, was ein kleines Kind auch macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe früher Autos angezündet, weil ich keine Aufmerksamkeit bekommen habe und sie aber wollte. Ja, und das ist etwas, das kann man ja durchschauen. Und ich hoffe, dass es verjährt ist. Ja, ich glaube auch. Doch, ich war damals 15 oder 16. Auf jeden Fall, das kann ich ja durchschauen, diese Fassade. Und dann kann ich mich einfach ganz gelassen diesen Menschen entgegenstellen und ihn immer wieder dazu einladen und dazu ermutigen, Erfahrungen zu machen, die ihm dieses Vertrauen schenken. Als du dich entschlossen hast, das zu ändern, auf was für Hindernisse bist du in deinem Unternehmen gestoßen? Also das größte Hindernis war ich selbst. Das ist außer Frage gewesen. Und zwar war das größte Hindernis bei mir selbst, dass ich mit einer Erwartung in das Spiel gegangen bin, also auf die Reise gegangen also bin. Also eigentlich einen Deal innerlich hattest. Ja, genau. Also ich wollte die Mitarbeiter zufrieden machen, dafür setze ich mich ein, aber dafür müssen sie auch zufrieden werden. Und dich als auch ich dann, gut finden, oder? Ja, das wird wahrscheinlich eine große Rolle auch dabei gespielt haben. Ich glaube, das ist nach wie vor ein Thema, so Anerkennung. Das ist ja so das Ego in einem, was nach dieser Anerkennung schreit, wobei das Ego ja nicht an sich schlecht ist, es braucht nur ein gutes Maß. Und ich muss dem was entgegensetzen, was mich nicht erschöpft. Ja, weil wenn ich nur auf das Ego höre, dann bin ich irgendwann erschöpft. Ja, und das war dann, ja, mit den Mitarbeitern war das, dass ich sie erstmal ins Kloster eingeladen habe. Also ich habe es als Einladung formuliert, sie haben es als Anweisung empfunden. Das war so eine typische Situation. Du bist erst ein Arschloch, Vertrauen noch nicht da. Also ich sage, ich lade euch alle ein und meine das total ernst. Und die gucken nur so, ja, wir haben eine Anweisung und müssen jetzt ins Kloster. Sind auch alle gegangen, sind auch alle wiedergekommen, manche begeistert, manche entgeistert. Und die entgeistert waren, haben wir halt überlegt, was können wir denn machen? Das Ziel ist es doch irgendwie, dass jeder seinen inneren Kompass ausrichtet. Ja, einen inneren Halt findet, um nicht abhängig zu sein von diesem äußeren Halt, von diesem Gefängnis, in dem wir uns bewegen. Diesen Status und alles, was es so gibt. Ja, und dann habe ich das 1,5 Jahre mit denen gemacht, ein Curriculum entwickelt, wo ich persönlich mit den Mitarbeitern saß. Und es gab keine Resonanz. Also die saßen dort. Und mochten nichts sagen, oder? Und mochten erst nichts sagen. Ich habe mich geöffnet und da kam erst nichts zurück. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich frustriert war. Und da habe ich mir gedacht, okay, wieso bist du frustriert? Und das lag letztendlich an der Erwartung. Ich habe darauf gewartet, dass etwas geschieht. Aber ich habe eine Vereinbarung geschlossen mit Menschen, die von dieser Vereinbarung nichts wissen. Also ein Deal. Ja, ein Deal. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, es interessiert mich nicht, was ihr mit dem macht, worüber wir hier sprechen. Also ich ausgesprochen habe, dass ich keine Erwartungen mehr habe. In dem Moment hat es funktioniert. Das war total spannend. Du bist einen langen Weg gegangen. Du hast gesagt, 1,5 Jahre Kloster und es ist ja eigentlich immer ein Prozess. Warum glaubst du, fällt es anderen Führungskräften so schwer, diesen Weg nachzumachen? Ich glaube, dass das sehr viel mit Angst zu tun hat. Eben die Angst davor, nicht anerkannt und geliebt zu werden. Und der Irrglaube, dass ich für etwas geliebt werde, was ich besitze. Ja, und sie sich versuchen, einen Status zu erarbeiten, der ihnen das Gefühl gibt, wichtig und anerkannt und gebraucht zu sein. Und um sich das zu wahren, müssen sie selbst an der Macht bleiben, um sich das zu sichern. Und ich glaube, dass das natürlich nicht günstig ist. Ja, es geht ja nicht darum, selbst an der Macht zu sein, sondern Menschen zu ermächtigen, etwas zu tun. Ist es vielleicht auch, dass man sich selbst nicht bewusst genug ist über die Leichen im Keller, über die Schwächen, die man hat oder die auch nicht zugeben zu wollen, weil man ja auf dieser Machtposition sitzt? Ja, das, was du sagst, das sind für mich zwei verschiedene Ebenen. Dieses, sich nicht verletzlich zu zeigen, dieses, keine Leichen im Keller zu haben, rührt, glaube ich, aus einer Zeit, wo das tödlich war. Wenn ich an die Glaubenssätze von früher denke, was sollen die Nachbarn sagen? Ein Indianer kennt keinen Schmerz, du sollst es später einmal besser haben als wir. Das sind ja alles Glaubenssätze, die früher dazu geführt haben, dass es die Menschen überlebt haben überhaupt erst. Nur wir sind mit diesen Glaubenssätzen sind wir groß geworden, und aber heute haben sie keine Relevanz mehr. Heute dürfen die Nachbarn wissen, was wir tun. Wir dürfen uns verletzlich, es passiert nichts. Aber wir haben immer noch im Kopf diese Fleißgesellschaft, diese verschlossene Gesellschaft von damals, die, wenn ich mich offenbare, dann droht Gefahr. Und das ist in unseren Köpfen noch drin und das hält uns zum Teil, glaube ich, ab, weil wir das Leben, was wir erlebt haben,
ja, wir sprechen ja von Muttersprache auch. Ja, wir sprechen das, was wir gehört haben, die Sprache unserer Mutter oder des Vaters, den Sprachgebrauch. Du hörst sofort an der Sprache eines Menschen, woher er kommt, aus welcher, wie ist er groß geworden, und das Gleiche ist mit dem Verhalten. Und ich glaube, das ist ganz natürlich, was dort geschieht, und wir werden uns dessen nicht bewusst, weil wir permanent so im Autopiloten unterwegs sind, der Schwerkraft des Alltages irgendwie unterlegen sind. Und es braucht einfach mal diesen Moment, wo wir sagen, Reflexion ist produktiver als Aktion. Zur Stille kommen, zur Ruhe zu kommen und zu überlegen, was mache ich hier eigentlich? Wie verhalte ich mich eigentlich? Und wieso verhalte ich mich, wie ich mich verhalte? Und das fällt Menschen schwer, weil Status und Anerkennung auch über Fleiß entstanden ist. In der Vergangenheit, Industriegesellschaft ist die Fleißgesellschaft. Das heißt, man hat schon immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn jemand sich nicht bewegt hat. Los. Ja? Und da sind wir tatsächlich in dieses Rennen reingetrimmt worden, weil es damals dafür gut war, um zu überleben. Und ich glaube, da tut sich jetzt einfach was. Wir kommen von der Fleiß- in die Wissensgesellschaft. Und da spielt das Bewusstsein, die Persönlichkeit eine ganz andere Rolle. Was entsteht Positives, wenn man wirklich diesem Weg folgt, menschlich zu führen und das Unternehmen so mit Vertrauen aufzubauen? Das kann ich gar nicht in Worte ausdrücken, so schön ist das. Das ist, wenn du einen Menschen siehst, der den Glauben an sich verloren hat, weil seine Eltern gesagt haben, hey, aus dir wird sowieso nichts, weil der ständig getriezt worden ist, du kannst nichts, du bist nichts. Und du siehst diesen Menschen 2 Jahre später, wie er in sein Leben zurückgefunden hat, wie er vor 1000 Menschen steht und gestandene Führungskräfte mit dem, was er oder sie geschaffen hat, zu Tränen rührt, der den Blick standhält, die Menschen anschaut und den Menschen Mut macht, das einfach zu versuchen, sich auf den Weg zu machen, eine eigenständige, selbstbestimmte, eigenverantwortliche Existenz zu führen, mit 19 Jahren. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. That's it. Das berührt dich. Ja. Ja, das ist einfach, ich darf so viele Geschichten erleben. Ich habe ja dieses Bild von mir. Ich bin jetzt 44 Jahre alt und ich denke so, vielleicht mit ein bisschen Glück in 30 Jahren, vielleicht in 35 Jahren. Wir wohnen in einem Friesenhaus. Und in diesem Friesenhaus, da steht ein Ohrensessel. Und ich sehe mich heute dort sitzen mit 2 Enkelkindern auf dem Schoß. Und zur guten Nacht erzähle ich diesen Enkelkindern, meinen Enkelkindern, Geschichten von glücklichen Menschen. Und das ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe. Ich habe jeden Tag die Chance, etwas zu erleben oder etwas zu initiieren, was dazu führt, dass Menschen für sich das finden, was sie zufrieden macht. Die Freiheit haben, das zu leben, was ihnen als Mensch wirklich wichtig ist. Und ich habe das unglaubliche Glück, schon ganz viele Geschichten erzählen zu dürfen. Menschen, die ja, den Glauben an sich verloren haben, die abgeschlossen haben mit dem Leben, mit dem, was sie tun, und plötzlich anfangen, ja, dieses Leben in sich zu spüren und einfach Gas geben. Und ja, es gibt nichts Größeres. Das ist der Wahnsinn. Ist das für dich Erfolg? Ja, Erfolg bedeutet für mich, wenn ich Menschen dabei unterstützen kann, das zu leben, was ihnen als Mensch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Und alles andere ergibt sich daraus. Alles andere. Die Firma funktioniert dadurch besser? Ist mehr Vertrauen in der Firma? Was hat sich noch verändert? Das ganze Zusammenleben hat sich verändert. Und was sich halt verändert hat, dass wir haben uns halt dazu entschlossen, aus der stark gewachsenen Firma, also es ist tatsächlich so, was hat sich geändert? Die Mitarbeiter bestimmen ihre Gehälter selbst. Nicht nur die ihre eigenen, auch die ihrer Teamleiter. Ich habe jetzt vor 5 Monaten erfahren, dass wir in diesem Jahr um 50% wachsen. Das wusste ich vorher nicht. Das haben die Mitarbeiter bestimmt. Und ich habe vorletzte Woche das Unternehmen gesehen, was wir übernommen haben, deshalb übernommen haben, weil es den Begehren der Mitarbeiter dieses Unternehmens waren, endlich einen Eigentümer zu haben, der sich für die Menschlichkeit einsetzt. Das ist ein ganz neues Denken. Das gibt es ja so überhaupt gar nicht. Und das ist unfassbar, was dort passiert. Und wir haben uns dazu entschlossen, ja aus dem Unternehmen eine gemeinnützige Stiftung zu machen,
wo wir dann einfach sagen, auch aus dem Begehren der Mitarbeiter heraus, sagen, das ist die Möglichkeit, mit unternehmerischer Verantwortung ja, aus dem gesellschaftlichen und politischen Teil der Tränen herauszutreten. Wir können als Unternehmen mit dieser Haltung, nämlich Menschen zu stärken, Politik und Gesellschaft unterstützen, indem wir einfach Bildung neu definieren, das wird das Schwerpunktthema der Stiftung sein, indem wir Menschen dabei unterstützen, gesund zu bleiben, zu werden und zu bleiben, psychosozial vor allen Dingen auch. Und wir fangen an, gerade Objekte zu kaufen, wo später die Mitarbeiter betreut werden müssen, ohne und sich das nicht leisten können. Das heißt also, wir schaffen im Grunde genommen ein eigenes System von Entwicklung von Menschen, der Wahrung der Gesundheit von Menschen und des Altern in Würde, einfach aus unserem Unternehmen heraus, weil wir einfach glauben, dass der Staat nicht dazu in der Lage sein wird, eine gute Bildung zu organisieren, die Gesundheit zu organisieren und die Altersvorsorge zu organisieren. Und das ist einfach dieser bedingungslose Ansatz, für die Menschen da zu sein. Ist Menschlichkeit, was beinhaltet das für dich? Menschlichkeit bedeutet für mich Liebe. Punkt. Danke. Bodo Jansen, heute unser Gast. Dankeschön. Und wir hören jetzt noch ein bisschen Musik, und zwar von Malte Zaragoz. Was soll ich tun? Sonne nicht mehr scheint. Wer zeigt mir den Weg durch die Dunkelheit? Wohin kann ich gehen, wenn sich das Ziel mir noch nicht zeigt? Und wer ist bei mir, wenn ich nicht weiter weiß? Manchmal trau ich meinen eigenen Augen. Da stehst mit deinem Lächeln im Gesicht. Mach dir keinen Kopf, ich fang dich auf, ich zieh dich raus, ich halt dich fest bei mir. Was würdest du tun, wenn deine Sonne nicht mehr scheint? Wer zeigt dir den Weg? Dunkelheit. Wohin willst du gehen, wenn sich dein Ziel dir doch verschweigt? Und wer ist bei dir in deiner schlimmsten Zeit? Manchmal trau ich meinen eigenen Augen nicht. Wenn du so dastehst mit deinem Lächeln im Gesicht. Mach dir keinen Kopf, ich fang dich auf, ich zieh dich raus, ich halt dich fest bei mir. Komm, halt dich fest bei mir. Komm, halt dich fest bei mir. Drei wilde Werte bedeutet, das sind hier 150 Karten, auf denen 150 Wörter stehen, die im deutschen Sprachgebrauch alle einen Wert darstellen. Und du darfst jetzt eine Karte ziehen. Nur eine. Und? Originalität. Originalität. Was hat das denn mit dir zu tun? Ich bin als Original geboren worden, sagt man so, als Original. Dann bin ich ein Stück weit entführt worden zu einer Kopie und darf jetzt wieder auf dem Weg zurück zum Original sein. Okay. Also Original. Echt deutsch.
Hat das für dich eine Bedeutung? Ja, es hat für mich eine Bedeutung, eine große, ganz wichtige Bedeutung sogar, weil wir werden ja genormt. Wir sind alle ziemlich normal. Und wenn wir uns ein Stück weit verrücken von dieser Norm, also verrückt sind, dann ist das Ausdruck dessen, dass wir wieder zu unserem Original zurückkommen. Oh! Hätte ich auch nicht besser sagen können. So, noch ein bitte. Noch eine? Ja. Drei. Welche? Wirksamkeit. Wirksamkeit. Das ist einfach. Was hat das mit dir zu tun? Mein Wissen ist nichtig, mein Erleben ist wichtig. Also gleich stelle ich ein Phrasenschwein auf. Nein, also das, ich glaube, dass wir Menschen aus Angst davor, nicht gut genug zu sein, versuchen, immer mehr zu wissen, immer mehr zu lernen, noch ein Seminar und noch ein Buch lesen und vor lauter Aneignung dieses Wissens, von dem wir glauben, dass wir es brauchen, um ins Handeln tun zu können, handeln wir nicht. Da gibt es wunderbare Lieder, je mehr ich denke, desto weniger tue ich, je mehr ich sage, desto weniger tue ich. Und ich glaube, viele von uns haben einfach eine Herausforderung damit, ins Tun zu kommen, weil sie sich zu viele Gedanken davon machen, was alles schief gehen kann. Und Tun dann, ist für dich Wirksamkeit? Ja, nur über das Tun werde ich wirksam. Nur weil ich etwas weiß, bewirke ich noch gar nichts. Dein letzter Wert, den du noch nicht wusstest? Klarheit. Klarheit, schön. Was hat denn Klarheit mit dir zu tun? Ich glaube, dass es wichtig ist, sich darüber im Klaren zu sein, wer ich bin. Und das entsteht, wenn wir uns entwickeln, und zwar von den Verwicklungen des Lebens. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die bei allerbester Absicht uns umgarnen. Mit was? Mit ihren Vorstellungen, was sie uns sagen, was wichtig ist und was man tun muss. Man macht das so. Also wir werden dann unser eigenes Verhalten unter den Deckmantel der Allgemeinheit stellen. Und dabei verlieren wir die Klarheit darüber, was wir wirklich selbst wollen, weil wir uns abhängig machen von der Gesellschaft und den Normen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich jedem Menschen wünsche, dass er die Klarheit findet, was für ihn wirklich im Leben von Bedeutung ist. Was glaubst du, was passiert, wenn man diese Klarheit hat? Was macht das mit einem? Dann entsteht Wirksamkeit, dann entsteht Souveränität, dann entsteht Kraft, Sicherheit. Dann hast du deinen inneren Kompass ausgerichtet, dann weißt du, wofür du jeden Tag aufstehst. Und ich glaube, dass dich das unglaublich stark macht im Leben, wenn du weißt, wofür du jeden Tag aufstehst. Du hast gerade den ersten Wert gezogen, das war Originalität. Du hast ja auch so ein bisschen, und hast auch gesagt, dein Leben war auch originell. Ich meine, du hast auch so ein bisschen das Leben der Extreme, Autounfall, Motorradunfall, Entführung, Vater auch früh gestorben, auch eine extreme Situation. Jetzt hast du die Stille Revolution, deinen Film, abgeschlossen. Ist das auch eine Art Extreme? Ja, ich glaube ja, weil er ist ja formal, wird er als Dokumentarfilm gehandelt, entspricht aber so gar nicht dem mechanisierenden, lösungsorientierten Deutschen, der immer wissen will, wie geht denn das? Ne, das sind ja so die Dokumentarfilme, die dir dann zeigen, wie geht denn das? Und wir beantworten dort keine einzige Frage. Überhaupt nicht, sondern es geht dabei einfach um die pure Emotion, weil wir glauben, dass aus der Emotion heraus tatsächlich etwas in Bewegung kommt. Das kennt man ja auch schon aus dem Ethnomythologischen. Ja, rühren kommt von berühren. Das heißt, wenn ich einen Menschen bewegen will, dann muss ich ihn berühren, emotional. Und deshalb haben wir gesagt, es soll ein emotionaler Film im Endeffekt werden, wobei wir den Film ja nie geplant hatten. Wie alles, was entstanden ist, hatten wir nie geplant. Es ist einfach entstanden. so ein Film muss man aber ein bisschen planen. Nee, haben wir nicht. Wir haben den ersten Film gedreht. Das war eine intuitive Aktion. Ich habe den Regisseur kennengelernt und habe ihm irgendwie dabei geholfen, vom Werbefilmer zum Wertefilmer geworden, innerhalb von 45 Minuten. Kurztherapie. Da warst du sehr wirksam, das war wirksam. Und dann hat er uns ins Kloster begleitet,
hatte ich ihn so eingeladen, dann ist er spontan weitergefahren in die Hotels und dann ist der Film Der Obstsatz Wurmweg entstanden, 10 Minuten, ist ja um die ganze Welt gegangen, viele Sprachen übersetzt worden. Und dann haben wir gedacht, wow, das ist eine Wahnsinnsresonanz, das scheint ein Thema zu sein, was die Menschen berührt und bewegt. Und dann haben wir gesagt, dann begleite uns doch einfach mal, gucken, was noch so passiert. Und dann hat er uns tatsächlich 3 Jahre begleitet, immer um so kleine Trailer zu drehen. Tansania, Kilimandscharo, Ruanda, war er immer irgendwie dabei. Und dann kam er auf die Idee, Mensch Modo, ich frage noch mal so ein paar Experten, ein paar sogenannte, was die denn dazu, was davon halten, was ihr so tut. Und hat er die noch interviewt. Und dann hat er tatsächlich 3 Jahre immer irgendwie Material gesammelt. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir so viel Material, 17 Terabyte, glaube ich, waren es. Ui. Und dann haben wir gesagt, da können wir doch einen Film draus machen. Und dann machen wir einen Film draus. Ja. Und dann gab es eine erste Version, die war im März 2016 war die draußen. Und da haben wir ein paar Leute zu eingeladen, die sahen noch ganz anders aus. Und dann haben wir gesagt, wir fragen das Publikum einfach, was die für Ideen und Gedanken haben. Und haben das Publikum mit einbezogen, haben das alles aufgenommen, haben das dann auch verwertet, hatten noch eine zweite Geschichte. Ja, und im letzten Jahr, im November, hatten wir dann die Premiere. Und in diesem Jahr, im März, hatten wir dann den Beginn der Kinotour. Und es waren tatsächlich, waren in der ersten Woche 22.000 Menschen in den deutschen Kinos. Wow. An 50 Standorten und ja, Filmpreise gewonnen. In Cannes, in Deauville und es ist ganz spannend. Okay, warte, Ego. Für den Regisseur. Was wollt ihr damit transportieren? Was sollen die Leute mit nach Hause nehmen von dem Film? Die Rückmeldung, die wir bekommen haben, war eine Erleichterung, darüber Klarheit zu bekommen, dass viele Menschen doch nicht im falschen Leben gelebt haben. Ja. Dass sie einfach gesagt haben, hey, ich dachte schon, ich bin im falschen Film. Und plötzlich merken sie, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich einfach für diese Arbeitskultur, diese persönlichkeitsorientierte, menschenorientierte, sinnorientierte Arbeitskultur dort interessieren. Das ist eine Sehnsucht. Eine ganz große Sehnsucht. Ja, das erleben wir, eine große Sehnsucht. Und das sind ganz spannende Szenen, die wir dort auch erleben dürfen. Erreichst du denn, also ich sag mal so, die Arbeitnehmer, die man erreicht, die in den Film gehen, dass die eine große Sehnsucht nach menschlicher Führung haben, ist klar. Aber erreicht ihr auch Führungskräfte und Unternehmer? Die Herausforderung ist, dass 97% der Führungskräfte sich für eine gute Führungskraft halten. Demgegenüber stehen 81% der Mitarbeiter, die kündigen aufgrund des unmittelbaren Vorgesetzten. Also da gibt es eine gestörte Beziehung. Ja, irgendwie schon. Offensichtlich. Und ich glaube, dass es denjenigen, der dafür reif ist, der wird erreicht. Derjenige, der dafür noch nicht reif ist, den erreichen wir noch nicht. Und dann wird vielleicht eine andere Situation in dem Leben dieses Menschen sein, wo er eine Ansprache erfährt, die ihn zur Reflexion führt. Das muss nicht der Film sein, das kann der Film sein. Wir erleben halt einfach nur eine Riesenbewegung gerade, wo die Menschen anfangen, über Führung nachzudenken, weil sie merken, dass sie mit den bisherigen Verhaltensweisen, die früher extrem gut funktioniert haben, heute unwirksam sind. Und da sehen wir einfach, dass da kommt was in Bewegung. Also mächtig was in Bewegung. Wir sind da, in 2 Wochen geht es in Österreich los und in der Schweiz. Und das Interesse ist sehr, sehr groß. Was wollt ihr noch erreichen in der Zukunft? Wo wollt ihr noch wirksam sein? Es geht nicht darum, etwas zu erreichen. Weil wenn wir etwas erreichen wollen, dann hätten wir Ziele. Und wenn wir Ziele haben, dann kommen wir irgendwann zum Ende. Und wenn wir irgendwann zum Ende kommen, dann gibt es die Menschen, die nennen sich die Passiv-Aggressiven, die glauben, das sitzen wir jetzt mal aus. Und das ist natürlich doof. Also es geht immer weiter. Wir werden nie am Ziel sein. Das ist einfach ein Weg, den wir gehen. Und jeder geht seinen Weg, ja, findet die Dinge, die für ihn wichtig sind. Und es geht nicht darum, was zu erreichen. Ich freue mich über jede Geschichte, die ich später mehr erzählen darf. Das ist das, worum es mir geht. Das ist das, was für mich Erfolg bedeutet. Wenn ich in 30 Jahren auf dem Sofa sitze, Enkelkinder auf dem Schoß habe und noch eine Geschichte. Vielen Dank, Bodo Jansen! Ich habe jetzt auch eine Geschichte mehr zu erzählen. Und wir hören noch eine Geschichte, und zwar von Malte Zaragus, den Song Dabei.
Heiße Sommernacht, weit entferntes Land, unten am Hafen, wo wir uns trafen. Ich nahm deine Hand, kannte nur deinen Namen. Bis es uns armer wird, konnten wir noch nicht ahnen. Wir gingen auf und zu, Land auf und Land unter, mal nebeneinander, mal weit auseinander. Ich mach die Augen zu, war doch mal nur allein. Doch jetzt fühle ich mich einsam, wenn ich dich nicht dabei hab. 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 Zeit strich durchs Land, aus Wunden wurden Narben. Doch wo früher alles schwarz war, seh ich heute nur Farben. Mit dir in meiner Hand mach ich mir keine Sorgen, weder heute noch morgen. Und weil ich dich dabei hab, weil ich dich dabei hab, weil ich dich dabei hab, weil ich dich dabei hab. Weil ich dich dabei hab, weil ich dich dabei hab, weil ich dich dabei hab, weil ich dich dabei hab. Das alles dabei hattest. Unglaublich. Also schön, dass du dabei warst. Ne? Schön, dass ihr alle dabei wart. Wirklich toll. Dankeschön. Und natürlich ein großes Dankeschön an unseren Gast heute, Bodo Jansen. Toll, dass du da warst. Danke. Und ich sage euch eins. Ich freue mich, wenn es das nächste Mal wieder heißt Butter by the Pressure!